Carsten Günther, unser Geschäftsführer, übernimmt jetzt so lange, bis André Haber jetzt hier bei uns ist und natürlich auch Dago Sigurdsson, der Cheftrainer unserer Gäste. Ja, Viertelfinale DHB-Pokal ist Geschichte, 19:29. Das Endergebnis, unsere Gäste aus der ersten Liga gewinnen also souverän vor 6.351 Zuschauern. Herr Sigurdsson, herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal zum Sieg und dann vielleicht auch die Bitte um eine kurze Analyse, wie es zu diesem Ergebnis kam. Ja, erstmal schönen guten Abend von meiner Seite und ich möchte mich bedanken bei Leipzig für ein tolles Spiel und sehr, sehr schöne Kulisse hier in Leipzig. Gute Stimmung und es war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir stark angefangen haben und die Leipziger nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben das Spiel in erster Halbzeit dann ziemlich gut kontrolliert und zweite Halbzeit nicht so toll gespielt, aber das war nie richtig in Gefahr, weil die Abwehr und die Torhüterleistung in Ordnung war. Gut, jetzt das Novum. Jetzt haben wir den dritten Interviewpartner hier für das Pressegespräch. André Haber ist in der Zwischenzeit hier am Tisch angekommen. André, wir sind gerade bei der Spielanalyse. Dago hat jetzt ein bisschen erzählt, warum aus seiner Sicht das Spiel hier souverän gewonnen wurde. Vielleicht auch an dich nochmal, oder bevor wir anfangen, erstmal die Frage, wie geht's Christian? Ja, ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich denke, es ist alles so weit, dass er jetzt in Behandlung er kann die Pressekonferenz halt nicht machen, aber ich denke, den Umständen entsprechend geht es ihm. Okay, dann natürlich auch an dich nochmal ganz kurz die Frage, Analyse des Spiels bitte. Ja, ne, wir hatten uns natürlich viel vorgenommen, dort gut reinzustarten in das Spiel. In der Deckung haben wir das auch geschafft, leider im Angriff nicht. Ich denke, man hat gesehen, dass wir uns sehr, sehr schwer getan haben gegen die Deckung. Nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich an die Füchse. Wir haben uns sehr schwer getan gegen die Deckung, vor allen Dingen haben wir es dann auch wahrscheinlich im Kopf ein bisschen mit in die Abwehr getragen, da sind uns dann leichtere Fehler unterlaufen und von daher haben es die Füchse geschafft, sich relativ zeitig sehr schnell abzusetzen und ja. Okay, jetzt mal ganz kurz mal so eine Einordnung, Pokal für euch natürlich ganz klar, Final Four, Titelverteidigung steht ein bisschen auf dem Programm, war vielleicht auch eine kleine Pflichtaufgabe heute. Aber für uns trotzdem nochmal einzuordnen, Viertelfinale DHB-Pokal, wie würdest du das einschätzen? War es trotzdem ein Erfolg dieses Jahr? Ja, da überhaupt hinzukommen, das ist natürlich ein Mega-Erfolg unter die 8 Mannschaften, die da spielen dürfen. Riesenkompliment an das Publikum, das war eine tolle Stimmung hier in Leipzig mit über 6.000 Zuschauern. Ich habe mich umgeguckt, die letzte Minute stehen trotzdem alle auch, auch wenn das Heimteam mit 10 Toren hinten liegt, also das ist schon beeindruckend und dafür vielen Dank. Dago, was können wir erwarten von den Füchsen aus Berlin beim Final Four? Bob hat vor uns gesagt, oder hat im Vorfeld gesagt, eines der schönsten Handballturniere der Welt. Was können wir erwarten von euch? Ja, ich glaube, wir reisen hin, so wie letztes Jahr, vielleicht auch nicht als Favorit. Wir haben vielleicht größere Mannschaften da. Aber wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir unangenehm sein können, wenn es bei uns passt, vor allem die Abwehr und die Torhüterleistung, und dann haben wir schnelle Leute nach vorne und dann sind wir unangenehm. So, und jetzt mache ich mal was, ich traue mir das jetzt einfach mal so, dich quasi als Bundestrainer anzusprechen, wenn du siehst hier eine Mannschaft mit so vielen jungen Nachwuchsspielern, Max Emanuel, Lukas Schikala, wie würdest du das einschätzen, wo geht der Weg hin für den SCDFK Leipzig? Ja, es ist natürlich, muss man ganz klar sagen, es ist eine vorbildliche Arbeit hier in Leipzig. Ich glaube, das hat so ein bisschen etwas vom Füchse Berlin vor 8 oder 10 Jahren. Dieser Aufstieg hoffentlich dieses Jahr, das ist mehr als verdient. Und ich freue mich wirklich, hierhin nächstes Jahr zu kommen und ein paar schöne Spiele zu sehen. Junge deutsche Spieler habt ihr genug. Alles klar, vielen Dank an euch beide. Richtest du Christian mit unseren besten Grüße aus. Und Dago, alles Gute für euch beim Final Four.